mich. Gut, wie du meinst. Alles wie du meinst. Mir reicht, ich gehe. Und Tom? Ja, was ist mit Tom? Da bringst du ihn ins Heim? Nein! Was sollen wir ihm sagen? Na, alles. Bist du verrückt? Ja, und was willst du ihm sagen? Mir wird schon irgendwas einfallen. Wann? Wann? Mach dir mal keine Sorgen. Was machst du denn hier? Also, wir wollten schon gut. Ich weiß. Gut. Gut. Und jetzt? Ja und? Ich habe Kerzen mitgebracht. Wozu? Ja, was heißt wozu? Ja, dass ich keine Ahnung habe, wozu Kerzen jetzt gut sein sollten. Schuhe von Julie gesehen? Welche Schuhe? Jetzt stell dich doch nicht so blöd, wie die sie anhat. Die sind doch neu. Dass dir sowas auffällt. Ja, und woher hat sie die? Aus einem Geschäft vielleicht. Wie kann sich denn Julie neue Schuhe kaufen, wenn sie gar kein Geld dafür hat? Oh, dann hat sie die eben nicht gekauft. Geklaut, was? Oh nein! Weißt es woher? Kann sein. Mann, also entweder geklaut oder gekauft, was anderes gibt's doch gar nicht. Ja, für dich wahrscheinlich. Dann sag's mir. Ja, sie hat sie eben geschenkt bekommen, ganz einfach. Ah ja. Ja, es gibt nun mal Leute, die so beliebt sind und beschenkt werden. Ja, passiert dir garantiert nie. Ja, und von wem hat sie sie? Oh. Sag, von wem? Komm schon! Jetzt komm schon! Ich muss dir was zeigen! Komm, hör mal, das muss wirklich nicht sein! Doch! Ist schon okay, Julie. Ist wirklich schon okay. Wow! Ist ja mörderinteressant hier. Findest du? Nein, findet er nicht. Und der ganze Zement? Der ist noch von unserem Vater. Er wollte mal den Garten einbetonieren. Und dann? Ha, nichts! Ist schon ewig her. Gut, dann habe ich wohl alles gesehen. Obwohl, was ist das denn, Herr Tom? Mein Bett! Schau an! Das ist mein Bett! Ist ja gut! Du hast noch in meinem Gitterbett gepennt, Tommy. Das ist mein Bett, wie ich noch klein war. Das ist noch gar nicht so lange her, oder? Doch, das ist schon lange her! Lass mich nicht verarschen, Tom. Das ist schon gut, Tom. Schon lange her. Ich hab auch drin geschlafen, wir alle. So richtig klassisch, ne? Und das, Tyler? Was habt ihr damit vor? Nichts. Was ist das überhaupt? Ein Schrank! Das siehst du doch! Hm. Und den hat dein Vater auch einbetoniert, wie? Ist er noch ganz frisch? Wirklich? Komisches Ding. Sieht aus wie ein Sarg. Es ist ein Sarg. Ganz recht. Hi, ich bin Derek. Ja, und? Was hast du hier zu suchen? Also, ja, wer ist das denn überhaupt? Derek. Ja, und Derek? Was hast du hier verloren? Lass ihn. Also, das ist Julies Freund. Ja, und? Na, nichts und. Tom zeigt ihm gerade das Haus. Wir haben ein altes Bett gefunden. Ja, ich sehe es. Das ist mein altes Bett. Ja, halt den Mund, Kleiner. Und? Die Leiche im Keller. Du bist ein Witzbold, habe ich recht? Hat er nicht eben selber noch gesagt, das wäre eine Leiche? Du, wenn er meint. Ja, und wer liegt drin? Cosmo. Unser alter Hund. Also, eigentlich Tommys Hund. Hm. Eigentlich eine Hündin. So schwarz und zottlich. Zottlich. Und den hat denn euer Vater hier einbetoniert? Nein. Das waren wir. Ihr wart das? Das ist ja richtig cool. Das ist ja wie bei der Mafia! Der muss wohl zum Schwein gemacht werden, was, Tommy? Wer? Na, Cosmo! Wer ist das? Na, dein Hund! Lass den Kleinen gefälligst in Ruhe! Hallo, Scherz! Ach so. Sorry, Tommy. Was? Wollt ihr nicht mehr woanders anfangen? Auf dem Dachboden vielleicht? Die ist ja echt wahnsinnig geworden, Julie! Die spinnt ja komplett! Was lässt sie diesen Typen erst überhaupt rein ins Haus? Bloß weil sie ihn fickt? Scheiße, und dann fängt dieser Typ auch noch an, hier überall rumzuschnüffeln. Mann.
an, Julie. Das geht doch nicht. Bist du jetzt von allen guten Geistern verlassen, oder was? Und du schmeißt jetzt echt in den Laden, nicht Schall? So laut. Aber was denkst du denn, dass hier werden soll? Weiß ich nicht. Wann ist sie denn? Mama, vor ein paar Tagen. Anderthalb Wochen vielleicht? Oh, ganz so genau weiß ich das nicht mehr. Was? Du weißt nicht mehr, wann deine Mutter gestorben ist? Ist doch egal! Ich habe einfach viel um die Ohren. Was hast du jetzt vor? Hast du einen Plan? Ja, vielleicht. Was vielleicht? Ja, kann sein. Okay, ich verstehe schon. Ha, glaubst du, ja? Wenn du willst, ich kann auch bis Dienstag bleiben. Hm? Nein, besser nicht. Wegen Jack? Nein, nicht nur. Jack ist, ich weiß nicht, wie er ist, aber er kann auch ganz in Ordnung sein, glaub mir. Gut, wenn du willst, dann fahr ich eben heute schon. Und du bist nicht sauer? Nee. Weil ich glaube, dass das wirklich das Beste wäre. Und ich kann da bleiben in diesem... Es ist schwer. So schwer. Du kannst in diesem Haus nichts angreifen, ohne es jemals angegriffen zu haben. Du kannst nichts ansehen, weil du weißt, dass es früher genauso ausgesehen hat. Und trotzdem hat sich alles verändert. Die Dinge sind fremd geworden und sie stoßen einen zurück. Ja, genau so. Das Haus stößt einen zurück, so als wären wir zwei gleiche Magnetpole, so wie Minus und Minus. Das geht einfach nicht. Ich kann mir langsam was drauf einbilden, solange wie ich hier schon bin. Aber mache ich eh schon längst. Ja, mache ich eh schon immer. Nichts als Einbildung, nicht als meine eigene Einbildung. Und sonst? Und sonst ein altes Haus, das einsam geworden ist. Jetzt will es endlich seine Ruhe haben. Na, kann ich ja wirklich verstehen. Schade. Pech gehabt. Oh, Derek ist wieder weg. Gott sei Dank, der passt hier einfach nicht rein. Das muss ja wie ein anderer Planet für ihn sein. Naja, vielleicht hat er ja deswegen das Bedürfnis, hier überall rumzuschnüffeln. Wäre Jack nicht gekommen mit seinem Kosmoscheiß? Das sind alte Erinnerungen. Alte Erinnerungen an eine ehrlich beschissene Kindheit. Das war mein erstes Buch. Commander Hunt versus die Söhne des T. Commander Hunt, Held der 1000 Galaxien. Und Cosmo, sein Hund, die Kampfmaschine. Der ewig treue Begleiter von Commander Hunt im Kampf um die Raumstation T. So einen bräuchte man im wirklichen Leben. Einen Cyberköter mit eingebauten Mikrodeflektoren. Cosmo? Sein Mini-Synthron hat gerade eine feindliche Sonde im Verteilerraum geortet. Stiller Alarm auf Deck 2 und zack! Schon aktiviert der Hund sein telepathisches Abwehrfeld und beginnt die eindringenden Robotersonden systematisch zu liquidieren. Bop, 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 bop! Cosmo, der konnte irgendwie sogar Gedanken lesen. Gedankenwellen erfassen. Und darum wusste er auch immer, ob jemand ehrlich mit ihm meinte oder nicht. Es war wegen Mama, sie wollte das. Ja, aber ich glaube trotzdem, was? Weißt du? Ja, ich glaube, es ist trotzdem strafbar, was wir gemacht haben. Glaubst du es oder weißt du es? Ich bin mir ziemlich sicher. Sie hat gesagt, wir müssen auf Tommy aufpassen, sonst kommt er in dein Heim. Ja, willst du das vielleicht? Nein, aber es ist nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Du, wenn du bei Rot über die Ampel läufst, dann ist das auch strafbar. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Wir können den Kleinen doch nicht einfach in ein Heim geben. Was? Was redet ihr über mich? Nichts. Doch, doch, ihr habt über mich geredet, ich will auch. Ich will auch über mich reden. Okay, Tom. Also? Willst du dein Heim, Tom? Nein, ich hab doch schon eines. Aber Mama ist tot. Ja, aber Julie ist doch noch da. Ja, klar. Und Julie geht nicht wieder weg. Oder Julie, du gehst doch nicht wieder weg. Nein, Tommy, mach ich nicht. Nie mehr?
Mach Platz da! Nein, hier sitze ich schon! Ja, ist aber genug Platz für zwei, also komm schon, Kleiner. Ich bin nicht klein, ich bin genauso groß wie du. Ein Riesenbaby. Ich bin auch kein Baby mehr, ich bin erwachsen. Na, gratuliere. Ja. Ein richtiger Mann. Ja. Ja, dann hast du auch sicher schon eine Freundin. Ja. Ja, und wie heißt sie? Julie. Idiot. Selber Idiot. Und du? Hast du eine Freundin? Ich brauche keine Freundin. Warum nicht? Ich erkläre dir jetzt mal was, kleiner Bruder. Mit Frauen, da hast du doch nur Probleme. Die sehen einfach die Realität nicht. Die sehen alles völlig anders als du. Aber Julie ist doch keine Frau. Was denn sonst, du Penner? Sie ist eine Frau, genauso wie alle anderen auch. Du brauchst sie ja nur mal anzuschauen. Dann weißt du es ganz genau. Das glaube ich nicht. No woman, no cry. Und was heißt das? Das heißt... Ach, wozu soll ich dir die Scheiße überhaupt erklären, wenn du am Ende doch eh zu blöd dafür bist? Ich bin nicht blöd! Ja, aber die Wirklichkeit sieht anders aus! Ich lebe auch in der Wirklichkeit wie die anderen. Ich lebe in der Wirklichkeit jeden Tag. Ich helfe Julie in der Küche, schneide mich mit dem Messer, wenn es weh tut, wenn es blutet, ist das keine Wirklichkeit? Und Julie ist so wie ich. Aber ist sie jetzt eine Frau? Aber Julie ist so wie ich und sie lebt in der Wirklichkeit, so wie ich. Wir sind alle gleich wirklich. Wir setzen uns in den Garten, in die Sonne. Wir setzen uns in die Sonne, bis uns heiß wird. Wir sind alle gleich. Die Sonne macht uns müde. Wir kommen heim und alles ist so, wie es war. Wir kommen heim und nichts ist so, wie es sein soll. Niemand ist mehr zu Hause. Nur das Licht. Es brennt noch immer die ganze Nacht. Bauch, ja? Was? Bitte. Ich schau doch eh schon weg. Ich bin nicht mehr so wie früher. Hab ich irgendwas gesagt? Ja, dann schau mich nicht so an. Ich gehe nicht mehr kotzen, wenn du das glaubst. Echt nicht. Alles klar. Ja. Und wenn das Gefühl noch kommt, dass ich den Kühlschrank leer fressen könnte oder so, dann mache ich das nicht mehr. Das Gefühl ist noch da, dass man kotzen könnte. Aber ich mache es nicht mehr, echt nicht. Ich muss hin und wieder auch mal kotzen. Wenn ich zu viel gesoffen habe zum Beispiel. Ja, sehr witzig. Ja? Ja, ich rede von ganz was anderem. Du glaubst echt, ich verstehe dich nicht, oder? Kommt mir gerade so vor. Ja, und du hast den Durchblick, oder was? Nein. Ich bin eben ein Idiot. Sonst noch was? Du stinkst. Hä? Ja. Du bist der Einzige von uns, der sich nicht wäscht. Ich bin auch also noch ein Schwein. Ein Idiotenschwein. Das hast du gesagt. Ich stinke. Jedem ekelt von mir. Am besten, ich wäre überhaupt nicht mehr auf dieser Welt. Mann, mit dir kann man überhaupt nicht reden. Na klar. So. Was? Dann mach halt das Fenster auf, vielleicht hilft das was. Ja, oder du hörst auf zu saufen, vielleicht hilft das doch mehr. Hm, oder du hörst auf zu kotzen, das wäre doch was. Boah. Er geht mir sowas von auf die Nerven. Ja, wie früher. Ja, ganz genau wie früher. Das ändert sich nie, glaube ich, langsam. Ja, und wenn die gesamte blöde Menschheit ausstirbt, dann steht er da bestimmt noch irgendwo rum und nervt die Wüste an oder die Ratten oder sonst wen. Da kann mir wirklich gestohlen bleiben. Ja, warum geht's ja nicht einfach? Wir können nicht. Ja, warum geht's ja nicht? Ja, ich bin ja selber auch noch bescheuert, dass ich noch hier bin. Und Julie, wir hängen da rum wie Geister. Wir sollten lieber irgendeine Entscheidung treffen. Ja, alles nur nicht da bleiben. Aber irgendwas muss man ja. Ich meine, was soll man denn sonst tun? Jedenfalls das Falsche. Immer nur das Falsche. Armer Tom. Arme Julie. Armer Jack, ja. Und arme Sue. Ja.
sag ihm, er soll aufhören zu flennen. Nein. Findest du das normal? Ja, wenn er traurig ist, soll er weinen. Er ist eben noch ein Kind. Er ist überhaupt kein Kind. Oh Mann, jetzt lass ihn in Ruhe, Jack. Jetzt fängst du auch noch an. Du findest das sicher auch normal. Ja, und du bist der Normalste hier von uns allen, was? Hab ich das gesagt? Ja. Guck mal, wie es da aussieht. Ganz normal. Ja, und? Ja, total normal. Total. Ja, wundert mich echt nicht, Jack. Mann, scheiße, super, total normal. Das kann er doch nicht kapieren. Er wäscht sich doch nicht mal selber. Ihr denkt, das hier ist ein Sauhaufen? Ja. Sollten wir vielleicht mal aufräumen? Ja. Ruhe! Du tust jetzt, was wir tun, Fremder! Du räumst jetzt mit uns die Küche auf, sonst trete ich deinen beschissenen Arsch zurück in das Rattenloch, aus dem du gekrochen bist. Capisci? Ja, Sir! Jawohl, Sir! Aber könntet beiden bitte endlich aufhören zu heulen? Okay. Okay. Wenn es plötzlich ruhig ist, dann werden meine Augen feucht. Ich bin vollkommen ruhig. Aber meine Augen werden einfach feucht. Es ist nicht so, als ob ich weine. Nein. Meine Augen sind blau, wie immer. Ich kann auch klar sehen, aber ich weiß nicht was. Wenn es plötzlich ruhig ist, dann werden meine Augen feucht. Dann bin ich nicht allein. Ich weine nicht. Was schreibst du da? Tagebuch. Immer noch. Ich habe wieder angefangen. Mensch, wie alt warst du noch, als du das erste Mal angefangen hast? Keine Ahnung, schon vergessen. Früher hätte ich es immer gern gelesen. Und? Hast du es gelesen? Na, nie. Leider. Aber Jack, glaube ich schon. Ja, stand eh nichts Wichtiges drin. Und was schreibst du jetzt? Über Mama? Über alles. Über uns. Über mich auch? Mhm. Wenn du was wissen willst, frag mich nur. Glaubst du, wir sind eine Familie? Ja. Im Ernst? Ja. Na, weiter! Hast du Pläne für die Zukunft? Na klar! Große Pläne, kleine Pläne. Ich mach mir jeden Tag einen neuen. Liebst du Derek? Weiter. Ja, liebst du ihn? Kann sein. Wie kann sein? Sonst noch dran? Hast du eine Idee, wie es mit uns hier weitergehen soll? Ja. Wie? Nein. Ja, wie jetzt? Oh, zu viele Fragen. Ach, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee mit den Fragen. Ha? Ihr habt gesagt, wir machen ein Geburtstagsfest. Aber ich finde nicht, dass das sein muss. Aber du hast doch heute Geburtstag. Ja, na und? Ja, wir machen eh ein Fest. Schau, Tom. Hier kommt die Torte. Das ist ja eine Pizza. Aber wir stellen uns vor, das wäre eine Torte, okay? Ja. Da brauchen wir noch Kerzen. Ja. Nur eine Kerze. Deshalb bist du auch nur ein Jahr alt. Ja, stimmt, ich werde ja auch nur ein Jahr alt. Du spinnst. Wollen wir das Licht ausmachen? Nicht! Warum? Wir sind doch bei dir. Ja, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich fürchte mich ja auch gar nicht. Komm, gib uns deine Hand und wir sind da, hm? Ich mag Feste mit Kerzen. Na, ist ja auch ein Geburtstagsfest. Und Jack gefällt die Kerze sicher auch. Ja, Jack findet die Kerze ganz toll. Ist die von Mama? Nein, ich habe sie mitgebracht. Von wo? Ja, ist doch egal. Bist du traurig? Ja, schon. Wisst ihr, dass ich mich kaum mehr an sie erinnern kann? An ihr Gesicht zum Beispiel. Ich aber...
Kannst du dich noch daran erinnern, was sie immer zu dir gesagt hat, Tommy? Nein. Schau nicht so ernst. Was? Sie hat gesagt, du sollst die Freundin schauen und hat er dich gekitzelt. Ich glaube, manchmal verstehe ich etwas. Wollten wir nicht einen Geburtstag feiern? Oh, mir ist nicht so danach. Okay, hier spricht Commander Hunt. Alles hört auf meinem Befehl. Na. Jeder macht jetzt eine kleine Vorstellung zur Feier des Tages von Mr. Jacob. Jeder, der es wagt, sich meinem Befehl zu widersetzen, wird sofort zurückgeschleudert ins luftleere, endlose Ei. Ei, ei, Captain Hunt. Alles klar. Watch over. And out. And go. Ich fang an. Ich hab ein Gedicht. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hält den Knaben wohl im Arm. Er hält ihn sicher. Er hält ihn warm. Ja, und weiter? Ja, es geht nicht weiter. Es ist ein blödes Gedicht. Ich kann einen Zaubertrick! Ja, ich kann nichts. Ja, jeder kann was. Ja, ich nicht. Dann mach was! Ich sterbe. Nein! Was soll ich denn tun? Sing etwas! Julie soll erst was machen. Ich mach einen Ratschlag, komm. Ja, gut. Aber erst, wenn du was singst. Okay. Na, machst du's! Ja, und du? Und dich nicht ausgezogen und untersucht? War ein Doktorspiel. Nein. Wir haben gespielt, du wärst ein Lebewesen aus dem All. Ich weiß nicht. Julie hat ihren Finger abgeschleckt und ihn dir zwischen die Beine geschleckt. Was? Am ganzen Körper hast du gezittert, weil du so Gänsehaut hattest. Und wann soll das denn gewesen sein? Ziemlich lange her. Wie lange? Mann, wir waren noch richtig klein. Richtige Kinder. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Komisch. Ja, komisch. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. An gar nichts? An gar nichts! Weil alles anders wird. Als moderner Mensch, lieber Jack, und du bist doch so einer, oder? Als moderner Mensch musst du eben mit Änderungen im Leben klarkommen. Sonst bist du verloren. Da lässt du ein paar Dinge am Weg zurück, keine Frage. Aber was soll's? Bisschen vergessen schadet doch nie. Kommen und gehen, nehmen und geben, fressen und kotzen, scheißen und pissen, ist doch eh alles eins wie das andere. Aber
eigentlich haben wir doch ziemlich viel miteinander gespielt als Kinder. Aber sie hat's vergessen. Auch gut. Ich nicht. Ich werde mich erinnern. An alles. Das haben wir gemacht. Jawohl, so war das. Und das und das und das. An jeden kleinen Scheiß will ich mich erinnern. Und niemand kann mir das verbieten. Niemand! Hallo Jack, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Wie war dein Tag, mein Schatz? Naja, also eigentlich wie immer. Bin einkaufen gewesen. Oh, das freut mich aber zu hören. Was hast du dir denn Schönes gekauft? Ein neues Kleid aus Seide und eine neue Waschmaschine, falls es schmutzig wird. Und eine neue Nähmaschine, falls ich wo hängen bleibe und dann ist da ein Loch drin. Das hast du gut gemacht, mein Schatz. Sehr gut. Und was zu essen hast du auch gekauft? Ja, Pizza für jeden von uns zwei. Ich mag Pizza. Ich weiß. Und Tommy mag sie auch. Wo ist er eigentlich, unser Tommy? Ja, wo ist er denn? Ja, wo? Hallo. Tommy, wo warst du denn? Ich hab draußen gespielt mit Cosmo. Aber Cosmo ist doch schon lange tot. Und wie siehst du überhaupt wieder aus? Warum hast du einen Rock an? Ja, und warum hast du eine Perücke auf? Weil es mir so einfach besser gefällt. Ja, weil es mir so ganz einfach besser gefällt. Findet ihr nicht? Was soll das denn werden? Sieht doch gut aus, oder? Das sieht bescheuert aus, wenn ihr mich fragt. Tja, dann fragt dich eben keiner. Gefällt dir das, Tom? Sag ihm, er soll weggehen. Geh weg, Dad. Warum? Geh dich waschen. Ich darf bleiben, wo ich will. Ja, das darfst du. Aber dann machen wir eben auch ein Mädchen aus dir. Nee, ich bin zufrieden, so wie ich bin. Ja, so siehst du aus. Könnt ihr das glauben? Kaum. Ich finde, das sieht lächerlich aus. Nur weil er einen Rock anhat? Nein, ich find's einfach lächerlich. Findest du mich auch lächerlich? Nein. Ich hab aber eine Hose an. Wie ein echter Mann. Das ist aber was anderes. Ach, was anderes also, ja? Du findest es also in Ordnung, wenn sich ein Mädchen wie ein Junge anzieht, aber umgekehrt findest du es lächerlich, wie? Nicht nur ich, alle. Nein. Nein? Und warum? Weiß ich nicht, ist eben so. Na, ich sag dir warum. Weil es in Ordnung ist, ein Junge zu sein, aber ein Mädchen zu sein ist lächerlich. Nein. Aber in Wirklichkeit würdest du das gerne mal ausprobieren, nicht wahr, Jack? In Wirklichkeit würdest du gerne mal wissen, wie das so ist, ein Mädchen zu sein? Haha. Nein, du brauchst das jetzt nicht zuzugeben. Echte Männer geben doch nie etwas zu. Commander Hunt saß allein auf der Brücke und betrachtete den schwarzen Sternenhimmel über Tee. Er liebte diese seltenen Gelegenheiten, bei denen er seine Gedanken etwas sortieren konnte. Doch genau in diesen Momenten dachte der Commander oft an seine große Liebe, an die ebenso schöne wie eigensinnige Sirina, die Herrscherin des fernen Mevret-Systems. Er hätte damals bei ihr bleiben können, gleichberechtigt an ihrer Seite. Doch die Sehnsucht war zu groß. Zu groß war die Sehnsucht nach den Tiefen des galaktischen Raums. Sirina hatte vergeblich versucht, ihn zu ändern. Doch eines Tages, das schwor sich der Commander, eines Tages würde er wieder zu ihr zurückkehren. Das schwor er sich in solchen einsamen, klaren Nächten, während sein Schiff in lautlosen Ellipsen die aufständische Station T umkreiste. Stars shining bright above you, the night breezes seem to whisper I love you, birds singing in a sycamore tree.
Dream a little dream of me. Do, 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 do. Ah. Blieb, blieb, blieb! Hier spricht 3PO! Was willst du? Hey, hau ab! Programm ist nicht zu stoppen! Was willst du? Eingabefehler. Geben Sie Ihre Zugriffslegitimation ein oder das Programm wird fortgesetzt. Verpiss dich! Falscher PIN-Code. Noch ein Versuch. Oh, Jack, ich knall dir eine. Der Benutzer ist nicht autorisiert, auf diese Anwendung zuzugreifen. Nein, Mann! Lass das! Nein, Mann! Julie, sorry. Geh weg! Julie, es tut mir leid. Du sollst verschwinden! Julie sagt, Jack, es stinkt! Jack sagt, Julie fragt, was ist das? Jack sagt, mir ist das egal. Doch nachher, da riecht er an sich herum. Er schnüffelt an sich herum wie ein Hund. Tommy, riechst du das auch? Wie als hätten wir gefurzt, nur viel schlimmer. Ich weiß es nicht. Julie weiß es auch nicht. Und Jack? Auch nicht. Niemand. Aber danach, da geht er sich baden. Für eine Stunde. Tada! Juhu, Pizza! Schon wieder? Kennt jeder von uns eine? Jeder, wie versprochen. Nicht schon wieder. Für jeden Geschmack. Wer will Margarita? War das letzte Mal, dass du einkaufen gehst. Margarita? Ich schaff's drauf. Gratuliere, Sie haben soeben eine gewonnen. Das ist miesester Junk. Aber sehr gesund, nicht wahr, Tommy? Ja, sehr gesund. Boah, wie dieses Zeug schon stinkt. Ja, ist doch egal, Julie. Ganz recht. Und Sue kriegt Salami. Nein, ich verzichte lieber. Was? Ja. Kein Appetit. Krieg ich deine auch? Ja, jederzeit. Was ist denn bloß los mit euch? Will wer Bier? Bier? Es stinkt. Mann, es sind nicht die Pizzen. Nein? Nein! Was meinst du? Sie meint, was so komisch riecht. Ja, genau. Ja, und? Jack. Ja, ich bin's nicht. Ich hab gebadet. Aber Jack, wir müssen irgendwas machen. Das riecht schon im ganzen Haus danach. Das lässt sich nicht mehr abwaschen. Vielleicht mit einem Parfüm. Das nützt doch nichts. Da ist ein Riss im Zement, deswegen. Da kommt es raus. Der Schrank riecht so? Ja. Ja. Oh, ist das grausig. Wir müssen irgendwas machen. Ja, machen wir den Riss halt wieder zu. Na, und das hilft? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, aber was sonst? Fällt euch vielleicht was Besseres ein? Na, und wenn's nicht hilft, ich meine, wie lange riecht denn sowas? Keine Ahnung. Was ist das, das so stinkt? Ach, komm, ich bin eine Pizza, Kleiner. Ich kann nicht, mir wird gleich schlecht. Und klein bin ich auch nicht. Oh, mir auch. Ich hab noch Räucherstäbchen. Naja, und ich hab noch ein Parfüm. Ja, aber was für eins? Luomo. Das ist doch ein Herdpfeffer. Warum lacht ihr so? Hey, warum lacht ihr so? Es ist nichts zum Lachen. Wenn es nichts zum Lachen ist, warum lacht ihr dann? Weil manchmal weiß man einfach nicht warum, okay? Sei froh, Kleiner. Ich bin nicht klein. Ach, was jetzt? Was jetzt wirklich? Schon so lange tot bist. Dieser Geruch, er stiehlt uns alle guten Erinnerungen. Er verdirbt sie, macht sie dunkel und scharf und weich und dann ist es so, als ob du noch einmal sterben müsstest. Das tut mir leid. Das war schrecklich, was wir getan haben. Und wir tun es nie wieder. Wir machen gar nichts mehr. Wir warten. Ja, wer nichts tut, der kann ja auch nichts falsch machen. Und vielleicht ist es irgendwann genug. Einfach nur genug. Was schreibst du da? Tagebuch? Wieso fragst du, wenn du es eh schon weißt? Ja, und was schreibst du? Interessiert dich das wirklich? Ja. Jetzt gerade? Ja, zum Beispiel. Über Mama. Ja, ich will lesen. Nein. Bitte.
Ich kann sie vorlesen. Ich will lieber selber. Nein. Okay, dann behalt dein Scheißeck für dich. Es ging darum, ob Mama uns geliebt hat. Ja. Ja, und ob wir sie geliebt haben. Ja, klar. Ja, hast du sie geliebt? Klar. Aber besonders gezeigt hast du es ihr nicht. Hätte ich sie jeden Tag umarmen sollen, oder was? Vielleicht. Ja, hättest du ja auch machen können. Ja, das brauchst du mir nicht zu sagen. Hat Julie sie geliebt? Hat Tom? Hat unser Vater damals? Der nicht. Worum geht's? Ach, nichts. Woher willst gerade du das wissen? Was? Ja, dass Vater Mutter nicht geliebt hat. Ich kann's mir nicht vorstellen, wie er sie behandelt hat. Was redet ihr denn? Ja, ihr habt sie doch genauso behandelt. Wir alle. Ja, Tom vielleicht nicht. Aber sonst... Komm, so schlimm war's aber auch nicht. Doch. Fühlst du dich schuldig wegen irgendwas? Ja, und wie? Wegen was? Na, wegen allem. Da könnte ich mich auch schuldig fühlen. Zumindest wegen Vater. Irgendwie habe ich ihn ja wahrscheinlich auf dem Gewissen. Wie er draußen einfach zusammengeklappt ist, draußen im Garten. Und ich hätte ihm doch helfen sollen, die ganzen Zementsäcke zu schleppen. Ja, aber warum musste er auch alles zubetonieren wie einen verdammten Parkplatz? Ich meine, was den Garten anging, war er vollkommen paranoid. Alles rechteckig. Und ordentlich. In Reih und Glied. Hey, echt krank war das. Oh, du böses, böses Unkraut, du. Und wie er sich mit Mama deswegen gestritten hat. Gut, aber er hat sich ja wegen allem mit ihr gestritten. Naja, besonders Tom, der war noch so klein und trotzdem hat er immer wieder auf ihn herumgehackt. Ja, und über Jack hat er auch ziemlich viele Witze gemacht. Kannst du dich noch an unseren Anti-Witz erinnern, Jack? Also, Julie, das glaubst du jetzt nicht. Was denn? Was ich draußen im Garten gesehen habe, hat mich total erschreckt. So, und was hast du gesehen? Eine Blume! Das hat er überhaupt nicht witzig gefunden, wenn mal was auf seine Kosten ging. Ja, war ja auch ein Scheißwitz. Aber damals fanden wir es witzig. Ja, damals, das täuscht. Damals war gar nichts lustig. Aber mehr gelacht haben wir schon. Ich hätte ihm helfen sollen bei seiner Arbeit, ja. Ich habe ihn noch fluchen hören und husten. Und nach mir gerufen hat er auch. Da habe ich mir gedacht, soll er mich doch kreuzweise. Ich habe an meine Schwester gedacht und nicht an meinen Vater. Er hat mich noch gerufen. Aber ich habe mir gerade einen runtergeholt, während er draußen gestorben ist. Commander Hunt spürte, wie sich seine Nackenhaare zu sträuben begannen. Durch seine langjährige Kampferfahrung konnte er das dräuende Unheil spüren, noch ehe es zu Gesicht bekam. Hunt wusste, dass es nun Zeit war. Mit Schnellschritten eilte er durch die Korridore der Waffenkammer zu. Insgeheim hoffte er, dass es den Feinden noch nicht gelungen war, Cosmo zu enttarnen. Denn falls dies der Fall wäre, wäre der Hund einer der mächtigsten Waffen in der Hand des Gegners, dessen Plan es war, die gesamte Station ein für alle Mal zu zerstören. Ich bin nur sozusagen auf der Durchreise. Da dachte ich, ich schau mal schnell vorbei. Vor allem. Was macht ihr denn so? Wie? Wird euch nicht langweilig? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine, was treibt ihr denn hier die ganze Zeit? Mann, keine Ahnung. Aber das hält doch niemand auf. Nein. Und Julie? Ja, was ist mit dir? Frag sie doch. Hab ich schon. Ja, und? Ja, die lässt nichts raus. Da hab ich gedacht, vielleicht kannst du mal mit ihr reden, ha? Nein. Komm schon. Nein, ich hasse sie. Bitte? Ja. Und du? Was? Ja, stehst du auf Julie? Ich denke schon. Ist das alles? Was noch? Mann, würdest du für sie sterben? Hey, Junge, pass mal auf. Wenn du mir irgendwas sagen willst, dann sag mir das jetzt, okay? Aber schwul bist du nicht, oder? Nein. Ja, und dein Auto? Hä? Ja, ein bisschen schwul die Farbe. Fliederfarben nennt sich das. Das sag ich doch. Sag mal, hast du was gegen Schwule? Ich meine, die Leute haben wenigstens Geschmack, oder? Und außerdem, so wie euer kleiner Bruder rumläuft. Na und? Ein Typ, der mit Puppen spielt und sich anzieht wie Mädchen. Soll er doch! Und sowas findest du nicht schwul! Was ist so schlimm daran, sich wie Mädchen anzuziehen? Hab ich irgendwas gesagt? Ja, weiß ich nicht. Ist aber besser so, dass du es nicht tust. Sag mal,
Fällt euch dieser Geruch hier auf? Was? Dieser Geruch hier! Oh, ist doch ekelhaft! Und? Sag bloß, du riechst das nicht. Ja, gut. Es riecht. Ja, und nach was? Julie, es stinkt! Das riecht als ob... Nicht so schlimm, finde ich. Was? Ja, ich find's nicht so arg. Wetten, das kommt aus der Kiste da? Glaubst du? Aber das ist doch klar. Ihr müsst den Kadaver da wieder rausholen. Nein. Julie, das ist Gift. Das ist Leichengift. Gift? Ja, Tomboy. Ihr müsst ihn da wieder rausholen. Was war denn für eine Rasse, dein Hund, hä? Weiß ich nicht, welche Rasse. Ein Mischling. Hm. Kannst du dich nicht mehr erinnern, Tommy? Nein. Und wie groß? Auch schon vergessen. Und die Farbe? Weiß wie Schnee. Aber Jack hat doch letztes Mal gesagt, dass er schwarz war. War er ja auch, er war schwarz. Sieh, es war doch eine Hündin. Ist doch egal. Cosmo. Ihr seid schon eine seltsame Partie, Julie. Aber ich würde dich immer noch küssen wollen. Immer noch. Immer. Nicht jetzt! Ich glaube auch nicht, dass wir da was machen können. Was soll das heißen? Naja, das heißt genau das, was es heißt. Aber ihr müsst! Ich sag's mal so, es ist ein ziemlich komisches Spiel, das ihr treibt. Warum? Warum? Und Julie, was denkt sie? Ich weiß nicht, was Julie denkt. Vielleicht kann ich euch helfen. Danke, Derek, aber ich glaube nicht. Im Ernst? Das ist wirklich nett von dir, aber es gibt nun mal Dinge, die du nicht verstehst. Und die wären? Egal, ich versteh's ja auch nicht. Vielleicht verstehe ich doch mehr, als ihr alle glaubt. Fürs Erste waren die Angreifer geschlagen. Doch Commander Hunt wusste nur zu gut, dass dies nicht der letzte Angriff gewesen sein konnte. Nur scheinbar gelassen zog er sich in sein spartanisch eingerichtetes Wohnquartier zurück, um sich für ein paar Stunden auszuruhen. Derek war komisch. Derek ist wieder weg. Ja, aber er kommt wieder. Na, wahrscheinlich. Glaubst du, er ahnt was? Er ist eifersüchtig. Weil wir ein Geheimnis haben. Und er nicht. Ja, ich hätte lieber auch keins. Mann, ich glaube, er hat's gecheckt. Ja, warum geht ihr nicht einfach? Mit Derek? Ja. Ja, und wohin? Na, ist mir doch egal. Du, da habe ich Besseres zu tun. Ja, und was wäre das? Halt nackt in der Sonne rumliegen? Zum Beispiel? Wenn du nichts dagegen hast. Ja, und wenn doch? Mann, es sieht aus, als hättest du keine Erziehung gehabt. Ach, hab ich das? Also, das hat Mama nicht verdient, dass du dich so über sie lustig machst. Das ist doch egal, Sue. Das ist doch nun wirklich scheißegal, was wir jetzt noch machen. Mann, es ist nicht! Meinst du, Mama wäre traurig, wenn sie uns so sehen würde? Ja. Möglich. Ja, war sie doch schon immer. Ja. Ja, wenigstens ihr zuliebe könntest du dir doch einfach etwas anziehen. Musst du hier so rumhängen? Dann komm schon, bitte! Und du? Ich? Ja, was wirst du machen? Ach, man, zieh dir doch einfach etwas an! Nichts ist egal! Man beobachtet uns! Man sieht uns doch zu! Man weiß von uns. Ja. Wir leben in einem Käfig, der immer kleiner wird. Jetzt schreiten wir unseren Käfig noch ab wie Könige. Aber bald werden wir uns nicht mehr bewegen können. Nein, wir werden eine leichte Beute sein. Ohne Widerstandskraft, die man in wenigen Augenblicken auseinandergenommen hat. Zerrissen. Und in alle Winde verstreut. Ja, nichts mehr wird von uns übrig bleiben. Und all das Gute?
Ich leg mich einfach zu meiner lieben Mama und verwese mit ihr. Ich leg mich einfach zu meiner lieben Mama. Bist du sauer? Nein. Warum bist du sauer? Ich bin nicht sauer. Was hab ich denn getan? Na, nichts. Na dann. Oh, das ist das Problem, Jack. Weil ich also nicht... Ja, genau. Ja, und du, hä? Und du? Was soll ich denn? Keine Ahnung, irgendwas. Wenn mir nichts einfällt. Ja, dann lass es halt bleiben. Scheiß drauf. Ich lass es auch. Es stinkt! Bist du besoffen? Ständig. Das weißt du doch. Also bist du es nicht. Wie ist es mit Derek? Cremst du mich ein? Wo? Am Rücken. Da? Sei aber nicht grob. Ich hab dich was gefragt. Was? Ja, wie es mit Derek ist. Was soll sein? Na, sag schon. Bist du eifersüchtig? Nein! Na klar bist du eifersüchtig! Nein, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß! Das tut weh! Entschuldigung. Sonst noch wo? Die Beine. Du bist richtig nett, wenn du eifersüchtig bist. Aha. Nein, das meine ich ernst. Du könntest viel netter sein, wenn du immer so wärst. Sie kommt nicht mehr. Ich träume von ihr, aber sie kommt nicht mehr. Im Traum sagt meine Mama zu mir, du bist nicht allein. Im Traum, da hat sie noch alle Haare und trägt eine Schürze. Und dann ruft sie mich im Traum. Hallo Julie, mir geht's gut, danke. Was gibt's denn heute zum Abendessen? Pizza! Wie schön, damit es gut riecht im Haus, nach Zwiebeln und nach Käse. Wo ist eigentlich unser Tom? Der schläft schon. Und die Sue? Die ist auch schon in der Haia. Na, dann wird's auch für uns langsam Zeit für die Haia, nicht wahr, Liebling? Ja, das glaube ich auch, dass es langsam Zeit wird. Denkst du hin und wieder noch an sie? Nein. Ich träume manchmal von ihr. So? Ich nicht. Stell dir vor, einmal, da fragt sie mich, ob ich noch immer keine Freundin habe. Und ob ich es immer noch tue. Und ich so, was denn? Und sie, na dieses Trubbeln. Und am Anfang kapiere ich auch noch gar nicht, was sie meint. Und ich denke mir, ich mach doch gar nichts. Aber dann merke ich, dass ich nackt auf meinem Bett sitze und mir gerade einen runterhole. Oh. Ich weiß nicht, mir ist das total peinlich und ich will mich auch entschuldigen bei ihr. Du bestimmt. Ja, will ich. Ja. Immer musst du drubbeln, sagt sie. Sogar wenn du mit mir redest. Aber lass doch Mama nicht sagen. Wie willst du das denn wissen? Ja, ich spreche mit ihr. Sie ist tot. Mit ihrem Geist oder was? Ja, ist doch egal. Ich dachte, du denkst nicht mehr an sie. Ja, was geht dich das an? Ich dachte nur... Ja, willst du jetzt auch noch anfangen zu denken, Jack? In deinem Alter. Sehr komisch. Ja, sehr. Ich will nicht mit dir streiten. Und ich will nicht mit dir reden. Mit niemandem.
Auch recht. Gib mir die Hand, ich bau dir ein Schloss aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Könntest du bitte aufhören mit diesem Lärm? Warum? Mutti stört das. Sie kann nicht schlafen. Woher willst du das denn wissen? Sie hat es gesagt. Mann, sie ist tot. Das ist doch egal. Das hat sie sicherlich nie gesagt. Hat sie. Willst du schön werden? Was geht's dich an? Für mich? Ja, ganz sicher, du Idiot. Gib mir die Hand. Hey. Ich baue dir ein Schloss aus Sand. Mir ist heiß und mir ist schwindelig. Und ich habe das Gefühl, ich verdurste, während ich gleichzeitig einen Wasserbauch habe. Verstehst du das? Ist doch schon gut. Die Sonne bleicht mich aus in Wirklichkeit. Wie ein Haufen alter Knochen. Ja, als hätte ich keine Haut mehr, nur noch ein blödes Skelett. Aber du bist doch schön genug. Ja, aber nicht braun genug. Dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Warum habe ich dich auch nicht gebeten, oder? Und Tommy sagt, Mama, ich bin müde. Und Julie sagt, gute Nacht, Tommy Baby. Sie gibt ihn einen Kuss und er schläft ein. Und ich dachte, wir könnten es hier ganz gut haben. Was hast du für ein Problem? Aber nicht ich. Wir. Wir. Was wir? Ich fühle mich auch allein manchmal. Du auch? Julie? Ja? Spielst du mit mir? Was? Schlafen gehen. Ach, später. Und du? Ich? Na, wie geht's dir? Ich weiß nicht. Na, bist du unglücklich? Ich glaube nicht. Na, bist du glücklich? Dir muss man alles aus der Nase ziehen. Julie? Ja? Bist du meine Mama? Nein! Doch! Gut, dann schlaf jetzt aber auch. Gute Nacht. Die Türen sind zu. Ja, wolltest du gehen? Nein, aber sie sind trotzdem zu. Ja, sonst könnte ja auch jeder hereinkommen. Ja, mach sie wieder auf. Was? Mama! 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 Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich hab Angst. Warum? Mama! Mama! Na gut, wenn du unbedingt Mutter werden willst. Und jetzt kein Ton mehr. Nichts ist egal. Auch wenn es keine Bedeutung hat. Ja? Nichts ist egal. Alles zählt. Alles. Ja, jedes Leben. Jeder Atemzug. Jedes Wort. Jedes noch so kleine Insekt. Jedes winzige Staubkorn in der Luft. Alles. Alles zählt. Jack! Ich leg mich zu dir, okay? Stört dich das? Mich stört nichts mehr. Es ist warm. Ja. Was noch? Warm. Sagst nichts mehr. Sag du was. Ich kann nicht. Ja, so ist das immer. Verstehst du das denn etwa nicht? Ach doch. Und was ist mit Derek? Was machst du mit ihm? Nichts. Ich schlaf nicht mit ihm, wenn du das meinst. Nein? Nein. Es ist schwer, nicht? Mhm. Komm einfach. Komm.
Kannst du dich noch an früher erinnern? Man muss sich nicht immer erinnern können, oder? Nein. Bleibt denn da die Gegenwart, wenn wir uns immerzu an irgendwas erinnern müssen? Jetzt! Ich will diesen Moment, verstehst du? Nur noch. Und was ist mit Derek? Der kommt doch wieder! Voll leer. Er kommt mit dem Auto und fährt durchs ganze Land. Und dann kommt er wieder zurück. Er hält vor unserer Türe und sagt: Wo ist Julie? Wo sind die anderen? Und er sagt: Tommy, du weißt doch, wer da unten im Zement begraben liegt. Und wenn ich sage: Cosmo, dann macht er nur ein ernstes Gesicht und sagt: Nein, eure Mutter! Verstehst du? Deine Mama! Die haben eure Mutter da unten eingebuddelt! Verstehst du endlich, Tommy? Du kapierst mich doch, Tommy Boy! Das ist ihre Leiche, die so stinkt! Oder weißt du überhaupt, was das ist? Eine Leiche! Wann hat er das gesagt? Das letzte Mal, wie er da war. Und was dann? Was hast du gesagt? Nein. Und was sagst du beim nächsten Mal? Wieder nein. Nein, Tommy, du sagst einfach gar nichts mehr! Wo ist Julie? Spinnt jetzt alle? Und du? Ich komm von weit her, ja? Wo ist Julie? Mutter wurde am 25. September 1942 geboren und starb am 9. April 1990. Was dazwischen passierte, weiß ich nicht. Das ist ja... Und deshalb lässt du mich nie? Sei ruhig, Derek. Julie, das ist krank! Julie, wie lange? Wie lange läuft das schon? Schon immer. Seit wir denken können. Ihr gehört ja in eine Anstalt, gehört ihr? Sei ruhig, der Kleine schläft. Julie, macht nur weiter, ihr zwei. Macht nur weiter. Nicht nur wir zwei. Ich störe euch nicht mehr. Ich störe euch nicht mehr. Macht nur weiter so. Macht nur weiter so. Wir haben bestimmt den gleichen Bauchnabel. Ich auch? Ja, du auch. Und du auch? Du auch? Ja. Und unsere Hände sind ja auch gleich? Meine sind größer wie deine. Ja, aber sonst sind sie gleich. Wir haben alles gleich. Was Commander Hunt jetzt wohl an unserer Stelle tun würde? Er würde Cosmo streicheln. Ja, und er hätte sicher keine Angst. Er hätte niemals Angst. Er würde sich in sein Raumschiff beamen und ab in eine neue Welt. Und tschüss, alte Welt. Ja, und das können wir doch auch machen. Das ja. Machen wir. Okay. Sitz, Gurter. Sauerstoffmasken. Ready for takeoff. Deck. Bereit. Bereit. Ich auch bereit. 10, 9,